Willkommen in Schweden. Hier habe ich die Schuhe unter Extrembedingungen getestet. Wir hatten nie Glück mit dem Wetter und wie man sieht, wir haben ein sehr feuchtes Klima. Aber genau das brauchen wir, um die Schuhe zu testen. Da wir meistens mit dem Boot nicht anlanden konnten, mussten wir durchs flache Wasser. Auch hier hat die Wasserdichtigkeit wunderbar funktioniert. Schweden ist bekannt für seine Wildnis. Auch hier gibt es rutschige Felsen und auch Wurzeln, auf die man aufpassen müsste. Aber für die Schuhe kein Problem. Die Kombination aus Nubuck-Leder und Ripstop-Gewebe machen den Schuh flexibel. Zudem hat der Schuh noch zwei stoßdämpfende Schichten, die das Abrollen des Fußes geschmeidiger machen. So kann man sich voll und ganz auf die Natur konzentrieren und sie in vollen Zügen genießen. Das war der Test in der Wildnis. Soweit bestanden. Gehen wir jetzt rüber zu einem Parcours und schauen, wie sich die Schuhe im urbanen Gelände schlagen. Jetzt teste ich die Rutschfestigkeit auf unterschiedlichen Untergründen. Wir fangen an auf Metall. Gehen wir über zu Holz. Stein. Sand. Gras. Und zu guter Letzt Schnee. Es werden viele Nächte draußen verbracht und somit kann man Ausrüstung perfekt testen. Ich bin hier in meinem Camp und wir haben abends minus 10 Grad. Es bilden sich mittlerweile Eiskristalle auf dem Tarp. Die Nacht war eisig, doch wie haben sich die Schuhe verhalten? Am nächsten Tag mussten wir uns alle aufwärmen. Und da ist uns einiges klar geworden. Einige von uns hatten nasse Füße. Doch die Schuhe von Brabus haben sehr gut abgeschnitten. Sie waren trocken von innen drin. Allerdings bekommt man auch hier kalte Füße, wenn man zu lange rumsteht. Deswegen sollte man sich im Winter immer bewegen. Die Schuhe kommen mit einem kleinen Feature. Sie haben hier oben eine kleine Tasche, wo sich die Schnürsenkel verstauen lassen. Somit bleibt man in der Natur nirgendwo hängen. Top! Kommen wir jetzt zum Fazit. Die Schuhe von Brabus sind federleicht. Sie sind wasserdicht und haben eine Kevlar-Schicht zwischen Sohle und Fuß. Sie schützen vor spitzen Gegenständen. Sie sind trotz Kevlar-Schicht sehr beweglich. Zudem sind sie extrem rutschfest. Sie wirken schlicht und lassen sich im Alltag wunderbar verwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und über ein Like freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Survival Pete.